Das Team Go Rocket Event hat begonnen. Crypto Groudon bei Giovanni, die komplette Aufstellung aller Rüpel und Bosse, die Spezialforschung und was man sonst noch so wissen muss. Alle paar Monate findet in Pokémon Go ein Team Go Rocket Event statt und nur da kann man die Typ Normal Ladeattacke Frustration von Krypto-Pokémon wegbekommen, verlernen. Die verursacht so gut wie keinen Schaden. Also, wenn ihr schon ein paar Wochen darauf wartet, dass ihr irgendein Krypto-Pokémon verwenden könnt, weg mit der Attacke. Vor allem bei allen Kindwurm oder Draschel solltet ihr die schon entwickelt haben, weil beim Community Day Classic mit Kindwurm bekommt man ja per Entwicklung die starke Ladeattacke Wutanfall. Kindwurm hatten wir nun bei Alo, doch die Attacke gibt es nur, wenn ihr keine Frustration drauf habt, also weg damit. Die Ballone tauchen alle 2 anstelle von 6 Stunden auf. Solltet ihr einen Radar gerade aktiv haben, dann befindet sich in dem Ballon entweder Giovanni, wenn es ein Super Rocket Radar ist, oder einer von den 3 Bossen. Bei einem normalen Radar kein Radar bedeutet, ein Rüpel wird auftauchen. Apropos neue Bosse, welche schillernden Krypto-Pokémon gibt es hier bei denen? Ab heute vermutlich einige Monate lang bei Cliff. Machalo. Bei Alo. Tuska und Sierra bekommt Knackleon. Tuska und Knackleon sind hierbei neu in Shiny verfügbar. Die normalen Varianten hatten wir jedoch schon. Jo, an die kann ich mich eigentlich erinnern. Wenn man diese 3 Pokémon besiegt, fängt man bestimmt und garantiert immer das erste Pokémon. Bevor wir die komplette Aufstellung auch von den normalen Rüpeln durchgehen werden, da habe ich schon eine vollständige Liste für euch, sehen wir uns auch noch die Feldforschungen an. Einen Rüpel besiegen gibt eine mysteriöse Komponente. So kann man sich einen Radar bauen oder die mysteriösen Komponenten sammeln, auch wenn man schon einen Rocket-Radar gerade in seinem Inventar hat. 3 Pokémon erlösen für eine normale Sofort- oder Lade-TM. Ja, wenn ihr die unbedingt benötigt, für mich persönlich wäre das aber eher den Sternenstaub nicht unbedingt wert. Rüpel besiegen bei 2 Team Go Rocket Rüpeln, entweder Zubiris oder Iskalar. Zubiris hat hierbei erhöhten Sternenstaub beim Fangen. 4 Rocket Rüpel besiegen, hört sich vielleicht viel an, aber hört mir bitte mal zu. Da gibt es entweder Kapuno oder Skalyk. Und Achtung! Skalyk hat laut verschiedenen Quellen, die Shiny-Chancen so ein bisschen mitanalysieren, eine erhöhte Shiny-Chance in dem Event oder immer eigentlich. Nämlich diese enorm erhöhte Perma-Boost, wird sie genannt, Shiny-Rate von 1 zu 70, 1 zu 60, sowas in der Art um den Dreh. Da kann man bei den Feldforschungen schon ordentlich was machen. Gladiantri oder auch Skalyk bekommt man, wenn man einen Team Go Rocket Boss für die Feldforschung besiegt. Auch in der Wildnis kann man Skalyk erhalten, allerdings eher selten. Und auch so richtig viele Unlicht-Pokémon. Da könnte man über eine Mega-Entwicklung vom Typ Unlicht nachdenken. Hundemon, Zubiris oder Absol. Eine befristete Forschung erhalten alle gratis. Hierfür muss man in Summe auf der ersten Seite 25 Unlicht-Pokémon fangen. Danach winkt einmal Skalyk als Belohnung. Und weiter geht es mit 12-mal Krypto-Pokémon fangen, 6-mal Krypto-Pokémon erlösen. Hier könnte man wirklich immer alle Forschungen so darauf abstimmen, dass man mehrere Erlösungen parallel durchführt, sodass man nicht so ultra viel Sternenstaub verschwendet. Die brandneuen Krypto-Pokémon, wer die einmal erlöst, bitte danach auch direkt entwickeln. Dann verschwindet dieser Schatten, diese Silhouette und man hat den erlösten Pokédex-Eintrag ebenfalls. Man sieht keinen Pokédex-Eintrag an sich, keine Animation oder so, doch es gibt eine eigene Kategorie. So, und wir haben noch eine befristete Forschung, die man sich kaufen kann. Bei der Gelegenheit bedanke ich mich für dieses Ticket bei Albert. Echt nett von dir, am Ende bestimmt Shiny Gladiantri. Und ich habe herausgefunden, wer mir das Shiny Groudon-Ticket beschert hat. Auch Albert. Dankeschön und Dankeschön. Mein schillerndes Groudon, auch wenn ich da den Schillerpin nicht aktiv hatte, habe ich nach dir benannt. So, und bei der gekauften
Dann muss man in Summe 6 Rocket-Rüpel besiegen, bekommt 6 mysteriöse Komponenten, sprich, da wird ein Rocket-Radar zusammengebaut und am Ende als Belohnung nochmal ein Rocket-Radar und eine Super-Brutmaschine und eben Gladiantri. Die Belohnungen würde ich mir dementsprechend immer abholen, auch den kompletten Rocket-Radar. Sobald man einen Platz für ein 12-Kilometer-Ei in seinem Ei-Inventar hat, kurz nachdem gerade irgendein Ei aufgegangen ist, weil in den neuen Eiern kann Ganoville shiny sein. Man darf dann nur nicht, bevor man den Boss besiegt, also von den Bossen erhält man die 12-Kilometer-Eier, davor sollte man keinen Pokestop mehr drehen, denn anderenfalls bekommt man ja ein ganz normales Ei und hat wieder keinen Platz für dieses 12-Kilometer-Ei. Wer Giovanni bekämpfen möchte, bekommt bei diesem Event die Gelegenheit dazu, nämlich mit eine Rocket-Welt. Brandneue Giovanni-Spezialforschung. Hier wieder meine kleine Liste, wo ich immer mitschreibe und die Namen aller Spezialforschungen in der richtigen Reihenfolge aufgelistet habe. Die vorherige echte Giovanni-Forschung war Showdown im Schatten. Danach hat man noch einen Giovanni-Radar bei der Jahreszeitenforschung Zeitlose Reisen bekommen können. Die würde ich jedoch nicht direkt so als Giovanni-Forschung ansehen. Und die weitere neue eine Rocket-Welt. Und nur weil ich die alle so chronologisch aufgelistet habe, heißt das nicht, dass ihr euch die noch irgendwie schnappen könnt, wenn ihr da nicht gespielt habt. Sondern ihr schließt die aktuelle ab und landet dann direkt bei eine Rocket-Welt. Für diese neue Spezialforschung müssen auch wieder Pokémon erlöst werden. Richtig viele. Und wie schon gesagt, schaut einfach immer, dass ihr bei allen Forschungen, die ihr so aktiv habt, mehrere mit einem Schlag erledigt. Nicht hier 5 Pokémon erlösen und dann, ach, für die Forschung muss ich auch nochmal 6 Pokémon erlösen. Immer erlösen, sobald ihr gerade bei mehreren Schritten eine Erlösung benötigt, würde ich empfehlen. Oder ihr schwimmt den Sternenstaub und sagt, hey, ich will alle bösen Krypto-Pokémon von ihren Höllenqualen erlösen. Mir ist es völlig egal, ich will die finsteren Pläne von Giovanni vereiteln, dann erlöst ruhig jedes Pokémon. Da gibt es wirklich Leute, die haben die Erlösermedaille genauso hoch wie die Team Go Rocket Rüpel besiegen Medaille. Echt wild. Und nun alle Team Go Rocket Rüpel mit der neuen Aufstellung von League Duck und die Sätze auf Deutsch habe ich eingefügt. Da weiß man immer schon vorher, welcher Rüpel wird das sein, gegen welche Pokémon kämpft man. Bei manchen, etwa Wasser, gibt es auch einen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Der männliche ist der Caperoa-Rüpel. Bei Typ Normal kann es ordentlich schillern, Teddy Ursa und Dampfplex. Immer die Pokémon, die auch so ein kleines bisschen eingerahmt sind mit dem Pokéball-Symbol, die kann man dann fangen. Jo, alle, die schon mal in der Vergangenheit in Crypto Shiny eingeführt wurden, sind auch hier als Krypto-Shiny verfügbar. Der Wasserrüpel. Wegen Kanimani dürfte der für viele Leute spannend und interessant sein. Zumindest wenn man sich für die Go-Kampfliga interessiert, weil Krypto-Impergator durch die neue Sofortattacke Dunkelklaue ist mittlerweile wirklich eine Wucht. Beim Elektrorüpel keine wirkliche Neuerung. Rexblizzard ist die Entwicklung, kann man mittlerweile auch bei Typ Pflanze erhalten. In der Vergangenheit beim Eistypen. Dort warten momentan Quiekel und Schnäppke. Quiekel kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe ein Krypto-Mammutl und dieses Pokémon kann man für Typ Eis sowie für Typ Boden verwenden. Auch Boden mit Pferdestärke mittlerweile. Echt ein unfassbar starker Raid-Angreifer und beide Typen benötigt man häufig im Raid. Damit macht man wirklich nicht viel falsch. Beim Kampftypen Krypto Machalo. Genauso wie bei Cliff, okay, kann shiny sein. Und bei Cliff sollte, hat man glaube ich so herausgefunden, die shiny Chance höher sein als bei einem normalen Rüpel. Hisuis Nibel bei Gift und Kampf. Wundert mich gerade, ich hoffe, das ist korrekt, aber sollte eigentlich. Ich habe das mit einer anderen Quelle auch noch abgeglichen. Beim Bodenrüpel sehr spannend immer Rotomurf für Krypto Stalubor. Rihorn gibt es hier auch, aber an zweiter Stelle
bedeutet eher selten. Und nun, ein legendärer Kantovogel beim Typ Flug, Taubsi, gemeinsam mit Starra Lili. Das freut mich wirklich sehr. Taubsi ist eines von den neuen Krypto-Pokémon, also einmal erlösen, durchentwickeln und einmal auch nur so in Krypto entwickeln, dass man das sofort erledigt hat. Und vielleicht kann man dadurch, Typ Flug ist ja auch oft geboostet, einfach ein 100er Tauboss für die Mega-Entwicklung erhalten nach der Erlösung. Beim Psychorüpel gibt es aktuell nur neue Pokémon, nämlich Molimorba, Monozyto, die hatte ich beide schon häufig. Dafür kann man anscheinend Winkenau gar nicht mehr fangen. Wer das Video gesehen hat, da bin ich wirklich froh, dass ich dieses Pokémon noch in 100% IV nach der Erlösung fangen konnte. Bei Käfer mal wieder ein Shiny-Kandidat, nämlich Sichlor. Da sind so viele unterschiedliche Pokémon, da weiß man ja gar nicht, was man wirklich bekommen wird am Ende. Den Gesteinrüpel mag ich auch sehr, vor allem wegen Ramaidon oder aber auch ein erlöstes Mega Stalos, also gute EV dafür, kann man auch versuchen. Der Geistrüpel, immer sehr einfach mit meinem Krypto-Despota und der Sofortattacke Biss. Wilde Drachen machen Sachen, wenn man liest, gut gebrüllt ist halb gewonnen, würde ich eigentlich immer kämpfen. Krypto-Dragoran stark, Krypto-Brutalander stark, Krypto-Knackrack sowieso oder eben eine relativ hohe Chance auf gute EV nach der Erlösung. Für die Mega-Entwicklung, Mega-Knackrack, Mega-Brutalander. Unlicht, ja, ist hier auch mit von der Partie. Beim Stahlrüpel kann ebenfalls kein Pokémon-Shiny sein. Manche schwören jedoch auf Krypto-Alola Sandama für die Go-Kampf-Liga wirklich stark. Der Feerüpel hat dafür ein Shiny mit dabei. Flunkiefer eventuell. Von meinem persönlichen Gefühl her ist Flunkiefer allerdings wirklich, wirklich sehr selten, kann man nicht oft fangen. Die Höhenstarter warten bei euch, wenn der männliche Rüpel sagt, Siegen ist für Sieger, versuch's erst gar nicht und so weiter und so fort. Der weibliche Rüpel mit diesen Sprüchen hat definitiv und garantiert Relaxo. Doch den Kampf darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vorne vielleicht ein Kampf-Pokémon für das Relaxo schon mal, hinten drin eine Fee, je nachdem welches Pokémon am Start ist. Fee wäre gegen Quappo und auch gegen Dragoran stark. Da muss man wirklich schauen. Und Shiny Knofenser kann man nach wie vor bei den Täuschrüpeln, den Hochstaplern fangen, sofern man einen Super Rocket Radar aktiviert. Und dann befindet sich hinter dem Pokestop aber kein Giovanni. Ich bekomme einen weiteren Giovanni Radar mit diesem neuen Event. Und einen habe ich weiterhin im Inventar. Den behalte ich mir immer. Natürlich könnte ich sagen, ich fange noch ein Groudon oder ich hätte vor ein paar Tagen noch ein Kyogre fangen können oder ich fange dann bei Rayquaza vielleicht zwei oder so. Doch ich persönlich habe immer gerne einen davon in petto, sodass ich auch die mysteriösen Komponenten sammeln kann. Wenn ohne Event kein Rüpel in der Nähe ist, schaue ich nach, irgendwelche Täuschrüpel eventuell und hole mir dort dann die mysteriösen Teile. Oh, eine Anmerkung aus dem Schnitt noch. Flampion habe ich ja ganz vergessen. Krypto-Flampivian sollte ein Top-Feuerangreifer sein. Wirklich stark. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Video so lange wird. Ich wollte euch eigentlich schon ein paar Infos gestern liefern. Doch Niantic hat vergessen, dass das Event beginnen sollte. Eigentlich bekommt man davon schon oder von dort schon die Infos. Dann kann ich am Abend das Video machen und euch schon aus Neuseeland, Australien alles präsentieren und liefern. Irgendwer hat vergessen, den Schalter umzulegen, kann passieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.